Halleluja. Halleluja. Was sind wir doch privilegiert, dass wir so einem großartigen, gewaltigen, herrlichen Gott dienen dürfen. Was für ein Privileg. Und das ist so eine Freude, dass wir wissen, wir können mit ihm zusammen Dinge tun, die wir alleine aus uns heraus überhaupt nicht tun können. Und dann noch daran zu denken, diese kleinen Dinge, die wir da tun für ihn in seiner Kraft, in seinem Namen, dafür gibt es auch noch Lohn in aller Ewigkeit. Wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn noch so ein Angebot? Das ist einfach einzigartig. Halleluja, Halleluja. Ich habe das viele Male in meinem Leben erlebt, was für eine Freude das ist, wenn Gott mir erlaubt, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn ich mit ihm Dinge tun kann, die ich in meiner Weisheit und in meinen Möglichkeiten überhaupt nicht tun kann. Es ist eine Freude, mit Gott zusammenzuarbeiten. Ich erzähle mal eine Geschichte. Ich habe eine ganze Reihe von solchen Geschichten erlebt und plane noch mehr. Einmal war ich in Zentralasien zum Dienst und nach einem Gottesdienst, ich hatte ein Gespräch mit einer Kirgisin, mit einer Gläubigen, die dort Ärztin ist und die dabei war, sich selbstständig zu machen. Und sie ist Frauenärztin. Und sie erzählte mir, dass Gott sie gesegnet hat, dass sie einen Raum gefunden hat, wo sie ihre Praxis machen kann und dass sie schon lauter Equipment bekommen hat und alles. Und während sie von ihrem ganzen Projekt so erzählte, kommt etwas, was ich nicht beschreiben kann, aber das Resultat davon war, ich wusste, diese Frau braucht ein Ultraschallgerät. Und ich wusste, dass Gott mich gebrauchen wird, ihr ein Ultraschallgerät zukommen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, was so ein Ding kostet. Und dann ist das 6000 Kilometer von der Heimat und Geld habe ich auch nicht. Aber ich wusste, diese Frau braucht ein Ultraschallgerät und Gott wird mich gebrauchen, sie damit zu segnen. Und ich ließ sie weiterreden, dachte, mal sehen, wie die Sache weitergeht. Und irgendwann sagt sie dann, ja, weißt du, diese russischen Ultraschallgeräte, das ist so eine Plage. Und mein Traum ist, ich möchte einen Siemens haben. Das ist der Mercedes unter den Ultraschallgeräten, ja. Und ich habe gelächelt, ich habe nichts gesagt, aber es war mir klar, das war die letzte Bestätigung. Gott wird mich benutzen, ihr ein Ultraschallgerät zukommen zu lassen. Ich fuhr nach Hause. Ich habe einfach Gott gepriesen. Danke für diese Gelegenheit. Danke, dass du die Wege ebnest. Danke, dass du alles schon vorbereitet hast. Wir wandeln ja in vorbereiteten Werken. Wir müssen ja nicht Werke ausdenken. Die hat er sich schon ausgedacht. Wir müssen da nur reinschlüpfen, wie in Kartoffeln. Und dann laufen wir. Und ich erinnerte mich, dass ich wenige Tage vor der Reise ein E-Mail bekommen habe von einem ehemaligen Bibelschüler von mir. Und der arbeitet jetzt in einem bestimmten Hilfswerk und da geht es um medizinische Ausrüstung und medizinische Geräte. Und ich rief den an und sage, sag mal, hast du eine Idee, wie ich an ein Ultraschallgerät komme? Sagt er, ja, hier gleich bei uns. Ich sage, was ist das? Na, Siemens. Ich sage, das ist meins. Ich frage, was kostet das? Ich weiß nicht mehr den Preis. Das waren ein paar Tausend, keine Ahnung, 5, 6 oder wie viel. Ich hatte das Geld nicht, aber ich habe gesagt, das Ding nehme ich. Dann habe ich gesagt, okay, Ultraschallgerät habe ich, jetzt muss das nur noch 6000 Kilometer durch die Walachei geschleppt werden. Wie geht das? Aber Herr, es ist dein Projekt und du willst das machen. Und mir kam eine andere Idee und irgendwie hatte ich eine Adresse bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, von einem russlanddeutschen Hilfswerk. Ich rief die an und sage, fahrt ihr auch nach Kirgisistan mit euren Trucks? Ja klar, demnächst machen wir wieder eine Fahrt. Ich sage, könnt ihr für mich eine Kiste mitnehmen, eine Holzkiste, ist nicht sehr groß, aber ist ziemlich schwer. Könnt ihr das mitnehmen, ich gebe euch auch eine Spende dafür. Ich sage, kein Problem. Und er sagt, wo steht das Ding, wir holen es selber ab. 1, 2 E-Mails, 1, 2 Telefonate. Und dann kam das Geld in den nächsten Tagen und das Projekt lief einfach. Es hat mich ein paar Telefonate, E-Mails und sonst nichts gekostet. Und diese Frau hat das Gerät tatsächlich bekommen und arbeitet damit und ist so gesegnet. Und jedes Mal, wenn ich da bin, fällt sie mir um den Hals und sagt, danke, danke für dieses Ding. Sie ist die einzige private Ärztin in der ganzen Stadt, die mit einem solchen Gerät arbeitet. Die einzige private Ärztin. Und es ist so ein Segen für ihre Arbeit dort als Frauenärztin. Und es freut mich immer so zu sehen, wie sie sich freut und sagt, Gott hat sie gesegnet. Und ich sage, still für mich, ja, und mich hat er gebraucht. Halleluja.
Es ist eine Freude, von Gott gebraucht zu werden. Das ist keine Last, es ist nicht irgendwie, oh Mann, jetzt muss ich auch noch irgendwie was tun für ihn. Wir sind privilegiert, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Halleluja. Halleluja. Und seit 5, 6 Jahren ungefähr fahre ich jedes Jahr einmal nach Albanien. Da bin ich auf einer Bibelschule und darf dort sehen, wie die Hand Gottes auf diesem Werk ist, wie dieses Werk in diesen Jahren gewachsen ist, wie es investiert in Bibelschüler. Und der Leiter dieser Bibelschule ist selber Bibelschüler hier gewesen. Vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und er tut ein sehr, sehr schönes Werk dort. Und ich bin begeistert und bin sehr dankbar, daran teilhaben zu können. Und er war einmal hier und er war Bibelschüler. Ich weiß nicht genau die technischen Umstände, aber ich kann mir vorstellen, als Albaner wird er nicht gerade mit dem dicken Geldbeutel hier angekommen sein. So, ich vermute mal ganz stark, der wurde finanziert vom Glaubenszentrum als Stipendiat. Und viele haben hier schon ein Stipendium bekommen und sind gegangen, was weiß ich wohin, in alle möglichen Länder, nach Bulgarien und Paraguay und sonst wo. Und jetzt haben wir auch die Gelegenheit, mit Gott zusammenzuarbeiten. Hier gibt es Stipendiaten und das Glaubenszentrum macht das einfach so, wenn hier jemand kommt und sagt, ich habe einen Ruf für Bibelschule, aber kein Geld. Sie sagen nicht, komm wieder, wenn du Geld hast. Sondern sie checken den Mann aus oder die Frau und sie beten. Und wenn sie den Eindruck haben, es ist der Wille Gottes, dass der hier ist, dann sagen wir ja, auch wenn wir das Geld noch nicht haben. Und wir vertrauen Gott, dass das Geld hinterher kommt. Und Gott arbeitet auf diese Art und Weise. Und er wird jetzt zu Menschen hier sprechen und sagen, du darfst jetzt auch teilhaben. Du musst nicht, aber du darfst und darfst Freude ernten. Durch meine Gabe ist ein Bibelschüler hier und er wird hier ausgebildet. Und er geht in die Nationen, er geht irgendwo hin und er baut dort Reich Gottes. Und in all dem, was er da tut, hast du deine Aktien. Du hast Anteil an dem Segen, den er bringt für den Herrn. Du hast deinen Anteil daran. So, was für eine Gelegenheit. So, ich bettel dich, ich quetsche nicht. Ich sage, ich bete, komm, überwinde dich. Wenn du Freudigkeit hast, sag, ich liebe Gott und ich will sein Reich kommen sehen und ich will Teilhaber davon sein und ich will mit ihm zusammenarbeiten. Dann hast du jetzt eine fantastische Gelegenheit. Was war nochmal die Zahl? Wie viel habt ihr? 14 Stipendiaten habt ihr jetzt, die jetzt hier neu angefangen haben und die Kosten ungefähr für diese 14 Stipendiaten, alles zusammen, ist etwas mehr als 40.000 Euro. 40.000 ist nicht viel. 40.000 ist nicht viel. Und das Schöne ist, du kannst ganz entspannt bleiben, du musst einfach nur hören, Herr, mit wie viel darf ich einsteigen in dieses Projekt? Was ist mein Beitrag? Und das tust du einfach. Und du rechnest dich und sagst, ja, aber wie? Und dann fehlt mir das hier und da. Wenn das von Gott ist, da fehlt dir nichts, du kriegst noch mehr hinterher. Weil Gott dich segnet, weil Gott dich gebraucht, weil Gott sich nichts schenken lässt. So, gibt es hier irgendwie Eimer oder wie geht das technisch voran? Wir beten einfach, Herr, du hast Finanziers für diese 14 Stipendiaten. Du hast die. Und wir danken dir jetzt, dass du redest zu Einzelnen, ob und wie viel sie geben sollen. Und du wirst sie segnen und du wirst einfach dich großzügig erweisen und in irgendwelchen anderen Bereichen ihnen das zurückzahlen und sie segnen und einfach den Himmel auftun. Weil so bist du ein großzügiger, wunderbarer Gott. Wir danken dir für das Privilegium, dass wir mit dir zusammen da arbeiten können und dein Reich bauen können. Wir preisen dich. So, Heiliger Geist, tu du dein Werk. Halleluja. Amen. Jetzt kommen die ganz technischen Durchsagen, wo der Eimer steht. Und genau. Ich gebe jetzt in Ultraschallgeschwindigkeit kurz mit, wie die Eimer hier durch die Reihen gehen. Genau. Die Ordner stehen jetzt auf für all diejenigen, die sich angesprochen fühlen, aber so viel Geld gar nicht dabei haben, wie sie gerne geben möchten. Die dürfen sich jetzt einmal kurz melden. Und zwar wird das Ordnerteam hier Umschläge verteilen, da kann man ein Spendenversprechen abgeben. Und auch wenn du für das Geld, was du jetzt spenden möchtest, was du dabei hast, eine Spendenbescheinigung haben möchtest, darfst du ebenfalls jetzt deine Hand heben. Und dann wirst du für das Geld, was du in den Umschlag hineinlegst, nachdem du deinen Namen draufgeschrieben hast, eine Spendenbescheinigung dafür empfangen. Für alle anderen gibt es gleich die Möglichkeit, dass auch einmal nochmal durch die Reihen gehen und da kannst du dann einfach dein Bargeld hineingeben. Ansonsten wird gleich hier vorne die Folie noch
eingeblendet. Genau, das Projekt ist die 987 für alle, die es noch überweisen wollen. Die Bankverbindung und die Projektnummer 987 Stipendiaten oder Stipendientopf. Genau. Vielen Dank für eure Investition in lebendige Aktien, die eines Tages vielleicht irgendwo auf der Welt ihren Mann, ihre Frau stehen werden und Frucht bringen, die in die Ewigkeit hinein reichen wird. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt freuen wir uns auf das Wort. Hartwig Henkel ist schon diese Woche, ganze Woche da, dient am Wort. Und wer ist bis jetzt gesegnet worden durch dieses Wort? Wir alle, glaube ich. Wir haben hier im Glaubenszentrum eine Abhöranlage, eine interne Abhöranlage. Hartwig kennt das von Ostblockländern, da wurden Dinge abgehört. Wir haben die Möglichkeit, als Mitarbeiter mitzuhören, wenn irgendetwas gepredigt wird. Und in dieser Woche habe ich eingeschaltet gehabt und habe die klare Lehre vom Hartwig gehört. Das Wort, das klar schneidet. Und das ist immer wieder eine Freude. Es ist ein Vorrecht, Hartwig hier zu haben. Ein Freund hier vom Glaubenszentrum, der das Wort liebt und wo die Liebe zum Wort einfach rüberkommt. Lieber Hartwig, sei herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Wort. Halleluja. Danke, lieber Ernst. Halleluja. Halleluja. Vielen Dank. Ja, heute habe ich vor, über ein sehr, sehr grundlegendes Gebot unseres Herrn zu sprechen und das uns näher aufzuschlüsseln und zu erklären. Gott ist Gott und Gott gibt Gebote und wir haben das Privileg, ihm zu gehorchen. Und alle seine Gebote sind gut und setzen Segen frei. Und das, worüber ich heute Abend sprechen möchte, ist ein scheinbar ganz simples Gebot, aber was es in sich hat. Jesus gebietet, und er sagt, glaubt an
mich. Glaubt an mich. Das ist kein Vorschlag, das ist nicht irgendwie eine nette Idee, sondern es ist ein Gebot. Am Ende dieses Satzes steht ein Ausrufungszeichen. Er sagt, glaubt an mich. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Menschen unter uns, die sich nicht als Christen bezeichnen und sagen, ja, das ist euer Jesus und er sagt das zu den Christen und die Moslems, die haben ihren Allah und die Buddhisten haben ihren Buddha und jeder redet zu seiner Abteilung. Nein, nein, nein. Jesus sagt das zu allen Menschen auf der ganzen Welt. Allen Menschen gebietet er, dass sie an ihn glauben. Du sagst, nee, das kann nicht sein. Ich bin kein Christ. Mich betrifft das nicht. Ob du Christ bist oder nicht, du bist ein Mensch. Und Gott ist dein Schöpfer. Und er gebietet, dass du an ihn glaubst. Er fragt dich nicht, möchtest du? Er gebietet. Lass uns einmal in das Wort Gottes gehen. Apostelgeschichte Kapitel 17. Dort spricht Paulus zu Philosophen in Athen und er sagt in Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, umkehren sollen, sich zu ihm wenden sollen, aufhören sollen, ihr Leben nach ihrer Weisheit und nach ihren Wünschen und Plänen zu führen, sondern umzukehren für ihn und für seinen Willen zu leben. Warum sollen alle Menschen umkehren? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat alles Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Warum sollen alle Menschen an Jesus glauben? Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, wo das normale Leben zu Ende kommt und wo jeder Einzelne, egal wann er gelebt hat und egal wie sein Leben war und egal was er getan und was er geglaubt hat, vor ihm steht und Rechenschaft geben muss für sein Leben. Und weil Gott Gnade geben möchte, weil Gott vergeben möchte, deswegen hat er diesen Weg geschaffen, dass wir durch Glauben an Jesus in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Und Jesus sagt, glaubt an mich, tut euch was Gutes, seid vernünftig, glaubt an mich. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das war 1. Johannes Kapitel, nee, nicht 1. Johannes, kann nicht sein. Johannes 6, 40, Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist, was passiert, wenn man wirklich an Jesus glaubt. Es geschieht eine Verwandlung, es geschieht ein Durchbruch. Das Leben ohne Gott bezeichnet die Bibel als Tod. Und wir haben Jesus und wir glauben an ihn und wir brechen durch vom Tod zum Leben. Und wir bekommen Leben aus Gott. Etwas so Fantastisches. Umsonst. Leben aus Gott, das uns befähigt, auf eine neue Art zu leben, wie wir niemals von uns heraus leben könnten. Weil er uns jetzt trägt, weil er unser Leben ist, weil er unsere Kraft ist, weil wir mit ihm Dinge tun können, die wir ohne ihn niemals tun könnten und noch nicht einmal wollten. So nicht nur eine Befähigung findet statt, sondern sogar eine Motivation, eine Veränderung unserer Wünsche, unserer Idee, wie unser Leben zu laufen hat. All das bekommt der, der an Jesus wirklich glaubt. Und ich möchte drei Punkte ein bisschen erläutern, über was das heißt, an Jesus zu glauben. Erst einmal das allererste. Glauben an Jesus bedeutet, wir glauben all das, was Gottes Wort, die Heilige Schrift, über ihn sagt. Wir glauben das, was Gottes Wort über ihn sagt.
sagt. Das ist Glauben an Jesus. Es gibt viele verschiedene Variationen von Glauben und es gibt eine Art von Glauben, die Gott verordnet hat und wo er gesagt hat, diese Art von Glauben segne ich. Von den anderen hat er nichts gesprochen und die werden nicht funktionieren. Aber die Art von Glauben, die Gott selber erfunden hat, die Gott selber geboten hat, die garantiert Erfolge und da macht Gott mit und es gibt Resultate. Und darum geht es. Wir wollen nicht einfach nur so glauben irgendwie an irgendwas. Wir wollen den Glauben haben, wie die Schrift sagt. Wir wollen einen Glauben haben, der von Gott ist, der funktioniert, der Resultate hervorbringt. Halleluja, das wollen wir. Wenn unser Glaube nicht Resultate hervorbringt, wenn wir nicht Geschichten mit Gott zu erzählen haben, dann ist es höchste Zeit, sich zu bekehren und anzufangen, an ihn wirklich zu glauben. Amen. Danke, da war schon ein einsames Amen. Mögen es mehr werden. So wollen wir einige wesentliche Merkmale von dem Jesus der Bibel uns anschauen, die wir einfach beschrieben finden. Das sind Tatsachen, das sind Fakten über Jesus. Bevor wir das tun, wir gehen noch schnell zu 2. Korinther und da stellen wir fest, warum ist das so notwendig, dass wir die Dinge, die Gott uns sagt über seinen Sohn oder die der Sohn Jesus Christus selber über sich sagt, warum wir diese Dinge glauben sollen und glauben müssen. Wir gehen einmal zu 2. Korinther Kapitel 11. Und dann lese ich ab Vers 2, denn ich eifere, Paulus der Apostel, er spricht hier, er öffnet sein Herz und er teilt sich hiermit, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Und wie geschieht das, dass unser Sinn von der Einfalt, das ist die Ehrlichkeit, die Gradheit, die Aufrichtigkeit gegenüber Christus, abgezogen wird und verdreht wird, wodurch geschieht das? Nun, im nächsten Vers sehen wir das. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, Paulus nimmt in Kapitel 10, 11 und 12 Bezug auf falsche Apostel, die doch nach Korinth gekommen sind und ein riesen Durcheinander angerichtet haben und Dinge erzählt haben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und davon redet er. Wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, als den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, durch unseren Dienst ist gemeint, ja, so ertragt ihr das recht gut. In meinen Augen ist das eine der schockierendsten Aussagen im Neuen Testament, weil hier lesen wir, dass wenn wir an einen anderen Jesus glauben, den Paulus nicht verkündigt hat, wenn wir ein anderes Evangelium annehmen, das Paulus nicht gepredigt hat, dann öffnen wir uns für einen anderen Geist. Für einen falschen Geist, für einen religiösen Geist, der so tut, als sei er der Heilige Geist und der nur ein Ziel hat, immer mehr Raum in unserem Herzen, in unserem Denken einzunehmen und der uns hindern will, dem Jesus der Bibel zu folgen und mit ihm zusammen zu sein. Wir werden verdreht, wir werden verwirrt und wir merken es nicht einmal wirklich. Deswegen ist es so wichtig, an den Jesus zu glauben, an den Paulus geglaubt hat, den Paulus gepredigt hat, der dem Paulus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Weil wir wollen rein bleiben, wir wollen im Heiligen Geist Gott dienen. Das ist unsere einzige Chance. Im Heiligen Geist, in der Klarheit und in der Kraft des Heiligen Geistes. So muss man Gott dienen, anders kann man ihm nicht dienen. Er hat kein Gefallen daran. Ja, ich glaube auch irgendwie an Jesus, aber auf meine Art und Weise. Und ich ignoriere Dinge, die über ihn gesagt sind, weil das passt nicht in mein Konzept oder damit mache ich mich lächerlich oder das kann meine Umgebung nicht akzeptieren. So, wir wollen den Jesus der Bibel, den Jesus des Neuen Testamentes, keinen anderen. Offensichtlich gibt es andere, sonst macht dieser ganze Text keinen Sinn. Und wir wollen das Original, den richtigen. Halleluja. So schauen wir uns einige solche Aussagen an und du wirst sehen, viele von diesen Aussagen
weil sie so fundamental sind und weil sie so große Bedeutung haben, sind heutzutage massiv umkämpft und vielfach im Namen von Frommen, im Namen von abgefallenen Kirchen und kirchlichen Organisationen sind diese Wahrheiten umstritten oder werden sogar ignoriert oder geleugnet. So Jesus von Nazareth, der Mann Jesus von Nazareth, ist der von Gott verheißene Messias, von dem die Propheten über Jahrhunderte prophezeit haben und ihn angekündigt haben. Und er ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus von Nazareth ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein verwirrter Gläubiger versucht mit mir Kontakt aufzunehmen und will per E-Mail mit mir diskutieren und schickt mir Unterlagen und korrigiert mich und sagt, du darfst nicht mehr sagen, Jesus ist Gott, Jesus ist Gottes Sohn. Was für ihn ein Riesenunterschied ist. Und er will mir erklären, Jesus ist ein Geschöpf. Hallo, wenn wir ein Geschöpf anbeten heute Abend, sind wir alle mittendrin im Götzendienst. Weil ein Geschöpf darf nicht angebetet werden. Aber in der Offenbarung siehst du, wenn alles vorüber ist, der Vater und Jesus auf dem Thron und sie werden angebetet. Jesus wird angebetet. Warum? Weil er Gott ist. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist, was die Bibel lehrt, auch wenn das so nicht formuliert ist, aber das geht aus vielen, vielen Schriftstellen eindeutig hervor. Und da scheiden sich die Geister, da steigen die Zeugen Jehovas aus und da machen andere nicht mehr mit. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus von Nazareth ist Gott im Fleisch gekommen. Das ist dieses gewaltige Wunder. Gott hat sich erniedrigt. Jetzt in der Weihnachtszeit, da gibt's immer so eine schöne Karte, die gefällt mir so sehr, mit so einem sinnigen Spruch. Viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das ist das Wunder. Jesus hat sich erniedrigt, hat alles im Himmel zurückgelassen und hat sich in einen irdischen Körper hineinbegeben, mit all den Begrenzungen und all den Dingen des Alltags. Der wurde müde, der musste schlafen, der musste essen und wurde durstig, wenn er gelaufen ist durch den Staub und. Aber es ist Gott. Er ist der wahrhaftige Gott. Gott wurde Mensch. Für uns. Und er lebte dieses Leben in völligem Gehorsam, in völliger Hingabe, in Respekt vor dem Vater. Und er sagte, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und warum hat er dieses Leben des Gehorsams gelebt? Warum war sein Leben ohne Sünde? Weil er das makellose Sündopfer ist, das Lamm Gottes, das die Sünden dieser Welt hinwegträgt. Und wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre er ein Mensch. Und wenn er ein Mensch ist, dann kommt er von Adam und dann ist er unter dem Fluch. Und dann ist er nicht qualifiziert, für uns zu sterben, weil er dann selber einen Erlöser braucht. Deswegen ist die Jungfrauengeburt, so lächerlich sie in manchen pseudo-intellektuellen Hirnen vielleicht klingen mag, sie ist absolut notwendig. Und wenn dann da ein Richard Dawkins kommt und erzählt, das ist ja Unsinn, so etwas Jungfrauengeburt, er setzt sich einfach nicht in diese Situation oder er bedenkt einfach nicht. Wenn es diesen Gott, von dem die Christen reden, wenn es den wirklich gibt, dann hat er das All geschaffen. Er hat die Naturgesetze in Kraft gesetzt und deswegen hat auch die Möglichkeit, wann immer er will, punktuell Naturgesetze außer Kraft zu setzen, weil er nicht Teil dieser Schöpfung ist, sondern außerhalb ist und er ist Gott und er regiert das Ganze und er kann machen, was er will. Und er kann eine Jungfrau schwanger werden lassen und ein Baby gebären lassen. Und es kommt nicht von einem Mann, sondern es ist das Heilige. Es kommt von Gott selbst. Der einzige Grund, warum er das lächerlich findet, weil er nicht bedenkt, wenn es diesen Gott gibt, na klar kann der das. Natürlich, wo ist das Problem? Er setzt voraus, es gibt keinen Gott. Und deswegen ist das für ihn eine Utopie, weil wenn es keinen Gott gibt, wie soll eine Jungfrau ein Kind bekommen? Recht hat er, aber seine Voraussetzung ist falsch.
Gott ist im Himmel und Gott ist groß und Gott tut, was er will. Und er hat eine Jungfrau, ein Baby gebären lassen. Und das war kein normales Baby, sondern das war der Sohn Gottes. Das war der Schöpfer selbst, der auf diese Erde kam. Und er hat hier gelebt für uns und hat sein Leben gegeben im Gehorsam Gott gegenüber. Und er kam für einen einzigen Zweck, um zu sterben. Er kam, um am Kreuz zu sterben für uns. Und er wurde vom Vater selbst für unsere Sünden bestraft. Das ist, was die Bibel sagt. An unserer Stelle, für uns, er wurde bestraft. Der Vater selbst hatte Gefallen daran, ihn zu zerschlagen. Warum ist das so wichtig? Weil wir heute prominente Stimmen hören, sowohl von katholischer Kirche als auch von evangelischer Kirche, die das leugnen. Wenn du das nicht glaubst und denkst, ich habe jetzt schon wieder ein Problem mit Katholiken, ich rede hier nur von biblischen Wahrheiten und du kannst das selber überprüfen, ich diffamiere keine Kirche, ich zitiere Kirchen. Geh nach Google und schlag auf Zollitsch leugnet und sofort findest du ein Video, wo es ein ausführliches Interview gibt, wo er befragt wird, warum ist Jesus gestorben? Und er eiert und er faselt rum und zum Schluss wird er konkret festgenagelt und wird gefragt, ja, kann man das heute noch so sagen, dass Jesus für uns bestraft wurde, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist? Und Zollitsch, dieser frühere, jetzt ist er im Ruhestand, frühere Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, also nicht irgendeiner, sondern einer von den Top-Leuten, er sagt, nein, das kann man so nicht sagen. Und dann gibt er Erklärungen, die ich nicht verstehe leider, was er meint, warum Jesus gestorben ist. Die sind so wirr und so verworren. Aber er leugnet ganz klar, das habe ich verstanden, er leugnet ganz klar, nein, das kann man nicht sagen, das passt nicht in die moderne Welt, das verstehen die Menschen nicht mehr, das können wir nicht zumuten, das kann man so nicht sagen. Und dann faselt er irgendwas von Solidarität und Gott will damit nur zeigen, das Leben auf der Erde ist schwer und mein Sohn hat es auch schwer gehabt aus Solidarität und lauter so ein religiöses Gesülze. Und dasselbe kannst du auf evangelischer Seite auch finden. Den Link kann ich dir schicken, falls du den haben willst. Ich weiß jetzt nicht, was man da eingeben muss, aber ich habe es zu Hause in meinen Unterlagen. Ihr Lieben, wenn ein Mensch sich gläubig nennt und leugnet, dass Jesus für ihn und für uns am Kreuz gestorben ist, dann ist das nicht der Glaube der Bibel. Dann ist das nicht der Glaube der Retter. Dann ist das nicht der Glaube, der uns die neue Geburt schenkt und der uns in Verbindung mit Gott gibt. Weil das ist das Zentrum des Evangeliums. Er wurde für uns bestraft, damit wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. So, du denkst, das sind ganz banale Aussagen, das sind absolut fundamentale Aussagen. Und wenn du sagst, du glaubst an Jesus, dann frage ich dich, an welchen Jesus? Du sagst an den Jesus der Bibel. Damit hast du dich festgelegt, du wirst und du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Egal, was irgendwer mit Hochwürden und Professor, Doktor und sonst irgendwas dir erzählen will, du hältst fest an dem Wort Gottes und sagst, für mich ist Jesus gestorben und für die gesamte Menschheit auch. Und es war durch die Hand des Vaters am Kreuz. Es war kein Betriebsunfall, es war nicht irgendwie ein wilder Mob, der das gemacht hat. Es war geplant von Gott. Es war Gottes Heilsplan. Das musst du glauben, wenn du Gemeinschaft kommen willst mit Gott. Das ist eine so wichtige Aussage. Und die ist umkämpft in diesen Tagen. Und auch aus ganz anderen Ecken kommt Widerspruch gegen das. William Young, der Autor von diesem schrecklichen Roman Die Hütte, er leugnet in einem Interview, dass Jesus vom Vater für uns gekreuzigt wurde und bestraft wurde. Er leugnet das. Kann ich dir auch einen Link schicken, kannst du auch anhören. Falls du es nicht glaubst und denkst, ich mache hier Menschen schlecht. Es geht mir nicht darum, Menschen schlecht zu machen, es geht mir darum, dich herauszufordern, klar und deutlich dich zu positionieren zu den Wahrheiten der Bibel über Jesus. Das brauchst du.
Weil nur wenn wir klar uns positionieren zu Jesus, werden wir die Kraft und die Hilfe und die Ermutigung des Heiligen Geistes haben, wenn es darauf ankommt, standfest zu sein und zur Wahrheit zu stehen. Es braucht Gott, um Gott zu dienen. Es braucht Gott, um ihm zu gefallen. Es braucht die Kraft Gottes, um ihm treu zu sein. Und die wird gegeben, wenn wir ihn beim Wort nehmen und wenn wir nicht rumeiern, sondern klar sind. Halleluja. Und das wollen wir. Und das will er vor allen Dingen. Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Diese Welt ist entstanden durch Jesus, durch das Wort Gottes. Klar, im Himmel hieß er nicht Jesus, bevor er auf die Erde kam. Er hieß nicht Jesus, aber er ist das ewige Wort. Er ist der Sohn Gottes und durch ihn ist alles entstanden. Halleluja, Halleluja. Und es geht noch weiter. Er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben, er ist leibhaftig auferstanden. Leibhaftig auferstanden. Und die Auferstehung Christi ist eine so wunderbar belegte historische Tatsache. Wenn du alte Quellen liest von Geschichtsschreibern, die keine Gläubigen waren, sie reden von der Auferstehung, sie reden von diesen Dingen. Und er ist nicht nur auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters, jetzt in diesem Moment und schaut herab, schaut auf dich, schaut auf mich, schaut auf dieses Städtchen, schaut auf die ganze Gegend, schaut auf den ganzen Planeten. Er ist real, er lebt, er ist Gott, er ist lebendig, er hört dich, er sieht dich. Und immer ist seine Frage, was wirst du mit mir tun? Wie wirst du mit mir umgehen? Wie siehst du mich? Was denkst du über mich? Hörst du mein Wort? Wirst du tun, was ich dir sage? Oder bleibst du in deiner selbstgestrickten, selbstgemachten Religion? Er ist interessiert an dir. Wie Paulus sagt, mit dem Eifer Gottes eifere ich um euch. Also Gott hat um uns Eifer. Er ist interessiert an uns. Er möchte mit uns in Kontakt kommen. Er möchte uns segnen. Er möchte mit uns reden. Er möchte Dinge für uns tun. Und so viele Male kann er nicht, weil wir ihm nicht glauben. Weil alle Dinge, die Gott tut, kommen durch Glauben. Nur durch Glauben kommt die Hand Gottes in Aktion, auf keine andere Art und Weise. Darum sagt Jesus, glaubt an mich, damit ihr mich erlebt, damit ihr Wunder erlebt, damit ihr befreit werdet, damit ihr gesegnet werdet, damit ihr Hilfe bekommt, damit ihr ausgerüstet werdet, ein Segen zu sein für andere. Glaubt an mich. Und noch etwas haben wir zu glauben und das ist so gewaltig, das sprengt alles. Dieser Jesus wird wiederkommen und er kommt als Herr in gewaltiger Macht und Kraft und Herrlichkeit und er kommt auf diesem Planeten und er wird hier regieren und es wird die größte Revolution aller Zeiten sein und über 200 Regierungen werden in einem Augenblick hinweggefegt werden und ersetzt werden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Er wird regieren mit seinen Heiligen. Ich hoffe, du weißt, dass du ein Heiliger bist. So, du bist in Vorbereitung für Regierungsaufgaben. Halleluja. So, das Leben hier ist eine Trainingszeit. Es ist eine Vorbereitungszeit für höhere Aufgaben. Du wirst vorbereitet für Regierungsaufgaben. Wir werden mit Christus regieren. Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir dem Herzen Gottes nahe kommen, wenn wir ihn mehr kennenlernen durch das Wort, durch den Heiligen Geist, wir werden entdecken, Gott ist ein Gott von Gerechtigkeit. Und er nimmt Anteil an all der Ungerechtigkeit. Und er hat eine große Sehnsucht, die Ungerechtigkeit auf diesem Planeten baldmöglichst zu Ende zu bringen. Das ist seine Sehnsucht, weil er ein Erbarmer ist, weil er das nicht mit ansehen kann, wie Menschen sich schinden und kaputt machen und zerstören und sich gegenseitig das Leben so schwer machen. Er kann das nicht mit ansehen. Wir können, aber er nicht. Und wir müssen ihm nahe kommen und müssen
ihn kennenlernen, dass dieses Erbarmen in uns etwas bewirkt. Und das wird geschehen, ihr Lieben. Das wird geschehen in den nächsten Jahrzehnten. Der Heilige Geist wird uns das Erbarmen Gottes zeigen, wird uns den Eifer Gottes zeigen, wird uns die Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit im Herzen Gottes zeigen. Und dann wird der Schrei anfangen, immer lauter und immer lauter zu werden. Komm, Herr Jesus, komm! Und die Gemeinde wird in ihre Identität kommen. Und sie wird verstehen, der erste und der wichtigste Grund, warum wir hier sind, ist nicht für unsere Programme oder dass eine Gemeinde von 100 auf 150 wächst und der Pastor endlich sich gut fühlen kann gegenüber den anderen Pastorenkollegen. Der Grund, warum wir hier sind und warum wir an Jesus glauben, ist, wir sollen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und dafür arbeiten, dafür kämpfen, dafür flehen, daran glauben und eine Sehnsucht entwickeln, dass der König zurückkommt auf diesem Planeten und seinen Thron einnimmt und hier regiert. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, warum wir gläubig sind. Weil Gott hat eine Sehnsucht, das Leid und die Kriege und die Vertreibung und all die schrecklichen Dinge, die geschehen und viele, viele Dinge geschehen aus blanker Habsucht. Und dieser Planet wird ausgeplündert und zerstört aus blanker Habsucht. Was für schreckliche Folgen hat diese Sünde Habsucht? Und Gott hat eine Sehnsucht, das zu Ende zu bringen. Und eine Phase der Gerechtigkeit, der Heilung, der Wiederherstellung, der Belebung, der Erneuerung, des Friedens und des Segens auf diesem Planeten zu bringen, wie es es niemals zuvor gegeben hat. Das ist der Plan Gottes. Wenn wir dieses gesegnete und von Jesus verordnete Gebet beten, dein Reich komme, dann beten wir, komm, König Jesus, komm, nimm deinen Platz ein. Das Reich ist deswegen ein Reich, weil das Reich einen König hat. Und das Reich wird vollendet sein, wenn der König seinen Platz eingenommen hat. Und das hat etwas mit der Sehnsucht zu tun. Das hat etwas mit Verlangen zu tun. Das hat etwas mit einer Ausrichtung auf die Ewigkeit zu tun. Das hat etwas mit Glauben zu tun an die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Das hat etwas zu tun mit Glauben an die Verheißungen, die in diesem wunderbaren Buch stehen. Jesus wird wiederkommen. Und wir als Gläubige haben einen gewaltigen Anteil daran. Und der Heilige Geist wird diesen Schrei, komm, Herr Jesus, komm, in den nächsten Jahren in den Herzen entfachen. Und es wird Gebetsversammlungen geben, wo wir nur das schreien und rufen und beten und flehen. Komm, Herr Jesus, komm, weil wir verstehen, dieses Leid auf der Erde wird nicht zu Ende gehen, es sei denn, der König kommt. Kriege werden weitergehen und schlimmer werden und all die Verwüstung im Kleinen, in der Familie und all die Bosheit, die es auf diesem Planeten gibt, hat nur eine Möglichkeit zu Ende zu kommen, durch seine Herrschaft. Komm, Herr Jesus. Und deswegen brauchen wir diese Hingabe an den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist hat diese Sehnsucht und er will sie in unsere Herzen hineinlegen. Der Geist und die Braut sprechen zusammen. Komm, Herr Jesus. Wir müssen anfangen, in biblischen Bahnen und in biblischen Mustern und Begriffen zu denken. Und egal wie das hier aussieht und was wir in den Medien lesen, der König wird wiederkommen und mein Leben und meine Gebete zählen und ich werde Anteil daran haben und ich werde kämpfen, ich werde andere ermutigen zu kämpfen, dass der König wieder zurückkommt. Darum geht es in deinem Leben. Darum geht es zuallererst um das. Das ist fast nicht vorhanden in der westlichen Christenheit, aber das wird sich ändern, glaube mir. Es wird sich ändern. Und es ist sehr gut möglich, dass sich das ändern wird durch Bedrängnis, indem unsere Bequemlichkeit flöten geht und indem auf einmal sehr unangenehme Umstände kommen und wir auf vieles Schöne, was wir jetzt haben, verzichten müssen. Ich sage nicht, dass Gott das so macht, aber die Dinge nehmen ihren Lauf und die Dinge werden ungemütlich werden. Und unsere Sehnsucht, komm Herr Jesus, wird geweckt werden durch den Heiligen Geist. Und der glorreiche Tag wird kommen, wie Paulus das
beschreibt. Aber wo beschreibt er das? In flammendem Feuer wird er kommen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8. Dabei übt er Vergeltung an denen, die ihn nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. So, hier sehen wir gleich den nächsten wichtigen Punkt. Punkt 2. Glauben an Jesus heißt, Jesus zu gehorchen. Ist es nicht nur ein Fürwahrhalten, ein Unterschreiben, ein Abnicken von Dogmen und von Lehrsätzen über Jesus, sondern es ist eine persönliche Beziehung, wo wir uns ihm hingeben, ihm unterordnen und wirklich ernst machen mit der Tatsache, er hat den Plan für unser Leben und das ist das Allerbeste und wir sind dafür da, ihn zu verherrlichen durch Gehorsam. Und wir glauben an ihn und deswegen geben wir uns hin und sagen, ich will gehorsam lernen. Seit 20 Jahren ist es mein Job, durch die Gemeinden zu reisen. In Deutschland, ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich und sehr, sehr viel, auch in der ehemaligen Sowjetunion. Und ich sehe in den Gemeinden überall so viele Menschen, die klare Anzeichen zeigen, dass sie niemals in ihrem Leben akzeptiert haben, an Jesus zu glauben, heißt ihm zu gehorchen. Das hat auch damit zu tun, dass ein falsches Evangelium verkündigt worden ist. Aber der Herr wird das Evangelium wiederherstellen. Und wir werden das klare Evangelium verkündigen, was die Apostel verkündigt haben und was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und da ist Glaube nicht eine Option, da ist Glaube nicht, möchtest du nicht Jesus annehmen? Sondern er ist Gott. Und du bist ein Rebell und du bist gegen ihn. Wenn du nicht auf seiner Seite bist und du wirst für immer verloren gehen. Und Gott in seiner Gnade, weil er das nicht will, er hat einen Ausweg geschaffen und jetzt gebietet er dir, umzukehren. Er gebietet, ihr Lieben, das ist eine andere Botschaft als, wer möchte Jesus annehmen, wer möchte glücklich sein, wer möchte ein schönes Leben haben. Bei so einer Botschaft meldet sich noch der Teufel. Der möchte auch glücklich sein, der möchte auch ein gutes Leben haben. Aber wenn wir predigen, der König regiert, beuge deine Knie, da kann der Teufel nicht mitmachen und er wird nicht mitmachen. Da scheiden sich die Geister. Die Güte Gottes, die Liebe Gottes, schön und gut. Studier mal in der Bibel und zeige mir, wo in der Apostelgeschichte oder sonst irgendwo, wo sie den Heiden verkündet haben, die Liebe Gottes. Zeige mir das einmal im Wort und studiere, was die dort gepredigt haben. Die haben das Reich Gottes verkündigt, die haben Buße gepredigt. Ich kenne keine Stelle, wo sie einfach von der Liebe Gottes geredet haben. Geh zu einem Sünder und sag, Gott liebt dich. Er sagt, okay, so what? Von mir aus kann er das ruhig machen, interessiert mich nicht. Aber wenn das Wort scharf wird, wenn wir von Sünde reden, wenn wir von Gerechtigkeit reden, wenn wir vom Gericht reden, dann nimmt der Heilige Geist göttliche Worte und weckt schlafende, tote Gewissen wieder auf. Und die Leute fangen an ihrem Atheismus zu zweifeln. Meine Güte. Ich habe ja wirklich Dreck anstecken. Und wo bleibe ich mit dem Zeug? Und was passiert jetzt mit mir? Und vielleicht ist das wirklich die Wahrheit. Und sie fangen an, ihr Atheismus kriegt Risse. Und das ganze Gebäude fällt zusammen. Und sie sagen, vielleicht gibt es wirklich einen Gott. Wir werden Menschen nicht aufwecken, wenn wir sie in ihrer Rebellion einfach trösten und sagen, Gott liebt dich. Okay, kann er machen, ist mir egal. Aber wenn sie ihren Zustand im Lichte Gottes sehen, dass sie Rebellen sind, dass sie Aufsässige sind, dass sie in Auflehnung gegen Gott sind, dass sie ihm ins Angesicht spucken und sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen, dann sieht die Sache anders aus. Und dann kommt die Idee, Hilfe, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser. Wohin mit meiner Schuld? Niemand will die haben, ich will die auch nicht haben. Was mache ich damit? Aber wenn wir nur Eierkuchen verkündigen, wie soll das Gewissen aufgeweckt werden? Diese nette, harmlose Botschaft, wer möchte Jesus annehmen? Zeig mir das, wo vor 150 Jahren solch ein Unsinn verkündigt wurde. Zeig mir das. Niemand hat eine solche Botschaft verkündigt vor 150 Jahren. Die haben ganz andere Dinge verkündigt. Und die haben mehr Erfolg gehabt, als wir heute haben. Und die Botschaft wird noch einmal auf den Prüfstand kommen. Und wir werden anfangen zu forschen, was das Wort Gottes sagt. Und wir werden predigen, was das Wort sagt.
Das ist unser Auftrag. Nicht ein nettes humanistisches Evangelium, sondern das wahre Evangelium, das uns geboten ist. Das werden wir verkündigen. Und Gott wird sich dazu stellen. Und Menschen werden aufwachen und erkennen ihren Zustand und sagen, werden erschrocken sein über sich selber. So an Jesus glauben heißt, ihm zu gehorchen. Das ist so klar wie nur irgendetwas. Wie ist es möglich, dass es so viele Gläubige gibt, die noch nicht einmal diesen Gedanken hatten, geschweige denn ihre Bereitschaft dazu erklärt haben. Und sie sitzen in den Gemeinden und sie treten auf die Bremsen. Und du redest über die Heiligkeit, du redest über Nein sagen zur Sünde, du redest über Gehorchen, du redest über Zehnten, du redest über sexuelle Reinheit. Und andauernd treten sie auf die Bremse. Andauernd widersprechen sie und andauernd sagen sie, nein, das ist nicht so und das kann man nicht so sehen und das geht nicht, das macht mir Druck. Solche Sprüche hörst du dir an. Weil sie nur den Schein eines gottseligen Lebens haben, weil nur das Äußere da ist, ein bisschen christliche Sozialisation, die wissen, an welcher Stelle sie Amen rufen müssen oder in die Hände klatschen müssen, aber an welcher Stelle sie den Fernseher ausmachen müssen, das wissen sie nicht. Amen. Halleluja. An Jesus glauben heißt gehorchen. Johannes Kapitel 3. Das will ich biblisch belegen und untermauern. Dort erklärt Johannes, was Glauben ist. Wer an den Sohn glaubt, Vers 36, hat ewiges Leben. Wer aber, jetzt kommt das Gegenteil von Glauben, und es heißt dort, wer aber dem Sohn nicht gehorcht. Also hier hast du eine Definition. Glauben ist gehorchen. Wer den Sohn glaubt, hat das und das. Und wer den Sohn nicht glaubt, aber es wird ausgedrückt mit wer dem Sohn nicht gehört, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben heute fast keine Verkündigung vom Zorn Gottes. Aber der Heilige Geist wird alles, was verloren ist, wiederherstellen. Und die Botschaft, die in den kommenden Jahrzehnten verkündigt wird, wird sehr, sehr anders sein als das, was die letzten 150 Jahre verkündigt ist. Und Gott wird sich dazu stellen und das Wort wird scharf werden und Menschen werden aufwachen und ihren Zustand mit den Augen Gottes sehen. Und sie werden realisieren, dass sie auf diese Art und Weise nicht weiterleben können und dass das der Weg ins Verderben ist. Sie bekommen Licht über ihren Zustand, weil der Heilige Geist kann nur das Wort bestätigen. Der kann nicht unser Eierkuchen-Evangelium bestätigen. Der kann nur das Wort bestätigen. Etwas anderes kann er nicht und wird er nicht. Und wir sehen das. Wir sehen die Resultate. Es ist Zeit, dass wir zurückkommen zu den alten Wegen. Es ist Zeit, dass wir alles nochmal auf den Prüfstand stellen und überlegen, was ist eigentlich das Evangelium und worum geht es da und was ist die Botschaft für Menschen, die noch in Gottes Ferne sind. Apostelgeschichte 6, Vers 7, viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Wann wird heute so eine Formulierung gebracht, dem Glauben gehorsam? Wie gehorsam? Ich glaube, fertig. Nein, wenn wir glauben, dann sind wir willig, gehorsam zu lernen und wir treten nicht mehr auf die Bremse und wollen unsere eigenen Ideen durchsetzen, sondern wir sagen, Gott ist Gott. Wie viele junge Leute kommen zu mir und fragen, ich denke, meine Güte, und sie sind geisterfüllt angeblich, und sie lieben Jesus, und sie gehen schon Jahre mit Jesus, und sie sagen mir, zeige mir in der Bibel, wo steht, dass Sex vor der Ehe nicht erlaubt ist. Ich sage, meine Güte, Herr, erbarm dich. In welcher Gemeinde sind die? Was hören die? Was wird denen gepredigt? Was wird denen angeboten? Was für ein Wort hören die? Wer so etwas nicht versteht? Ich sage, okay, dann erkläre mir, was war das Problem von Josef? Seine Verlobte war schwanger und er wusste, er hatte nichts mit ihr. So was war sein Problem, wenn das üblich war, wenn das normal war, dass Verlobte ohne Verheiratung schwanger werden. Was hat Josef für ein Problem gehabt?
Da musst du nicht mal Griechisch können und wissen, was das Wort Unzucht im Griechischen bedeutet. Du musst einfach nur ein bisschen mal mit offenen Augen die Bibel lesen. Was für ein Problem hat er gehabt? Das war ein gesellschaftliches Problem, das war eine Schande. Seine Verlobte ist schwanger und alle würden denken, hey Josef, was ist denn das hier? Und dann kommen junge Leute, wo steht das in der Bibel? Hallo, wir müssen zurück zum Wort, zum wahren Evangelium, zum wahren Glauben an Jesus. Dahin müssen wir zurück. Das ist unsere einzige Chance, dass wir wieder normal ticken. Könnte wenigstens die Fraktion einen Amen dazu sagen, wenn schon die nicht. Amen. Wir haben sonst immer so kooperiert, jetzt schlafen sie auch. Nein, der schlaft nicht, ich nehme das zurück. Einer hat in der Ecke geklatscht. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Er sagt nicht, warum applaudiert er nicht zu meinen Predigten. Er sagt, warum tut ihr nicht, was ich euch gebiete? Weil das würde zeigen, dass ihr es ernst meint mit dieser Aussage, ich bin der Herr. Jakobus warnt, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und Petrus sagt, dass wir unsere Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt haben. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das ist 1. Petrus 1, 22. Wir werden Seelen gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Heiligung kommt zustande, wenn ich anerkenne, Gottes Wort ist die Wahrheit und ich unterordne mich diesem Wort und richte mein Leben, meine Gedanken, meine Pläne, meine Fantasien, meine Wünsche, mein Verhalten, meinen Lebensstil aus nach den Ordnungen Gottes. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir verändert werden können in das Bild Christi. Heilige sie durch die Wahrheit. So, bevor ich zu Punkt 3 komme, lass uns hier einmal innehalten. Lass uns einmal nach innen horchen. Der Heilige Geist ist hier. Herr, gibt es irgendwelche Dinge, die ich verdränge? Gibt es irgendwelche Dinge, vor denen ich weglaufe? Gibt es etwas, was ich vermeiden will? Gibt es etwas, wovon ich eigentlich weiß, dass ich es tun soll, weil du es von mir willst? Aber ich schiebe das vor mir her und ich schaffe es immer, mich so zu betäuben mit allen möglichen Ablenkungsgeschichten, dass das nie irgendwie an die Oberfläche kommt. Lass uns einmal einen Moment innehalten und sagen, komm, Heiliger Geist, zeige du mir, öffne mir die Augen. Jesus sagt, alle, die er liebt, überführt er und züchtigt er. So ein wesentliches Element der Liebe Gottes ist, dass er uns von Sünde überführt. Das ist die Liebe Gottes. Jetzt sag einmal, Herr, hab mich lieb, überführe mich, zeige du mir, wo da Dinge sind, wo Schritte des Gehorsams, von denen ich weiß, die sind dran, vielleicht zu jemandem zu gehen, um Vergebung zu bitten, dem du wehgetan hast. Und du hast deine Erklärungen. Du sagst, der hat auch nicht alles richtig gemacht. Der Herr redet zu dir, nicht zu der anderen Person. Das macht er separat. Er redet zu dir und sagt, dass der andere auch etwas getan hat, ist nicht die Begründung, dass du nicht gehorsam sein sollst. Vielleicht sagt er zu einigen, du hast geklautes Zeug im Haus, bring das zurück. Geh zu deinem Arbeitgeber und bekenne, dass du ihn bestohlen hast und bitte ihn um Vergebung. Das kann ich nicht machen, dann fliege ich. Also lieber mit einem schlechten Gewissen bleiben, als Gott gehorsam zu sein. Was für eine Logik, was für eine Idee. Daran sehen wir, wie wenig unsere Harmonie und Frieden mit Gott wirklich wert ist. Wie oft habe ich das erlebt, wo Menschen, die sich bekehrt haben, vor der Entscheidung stehen, jetzt müssen sie aufräumen, jetzt müssen sie zur Polizei gehen und
Anzeige erstatten und dieses geklaute Zeug da zurückgeben oder sagen, dass sie das geklaut haben, wollen das zurückerstattern. Und sie sagen, wenn ich das tue, dann lande ich im Gefängnis. Ich sage, besser mit einem guten Gewissen in der süßen Gemeinschaft mit Jesus in der Zelle, wo du viel Zeit hast zum Bibelstudium, als mit Unfrieden und schlechtem Gewissen in dem, was du Freiheit nennst. Und obendrein, in den allermeisten Fällen, die ich gesehen habe, geht das gut aus mit Freispruch und Gnade. Manchmal, man baut sein Leben auf Lügen auf. Und dann wundert mich, warum man so ein mulmiges Gefühl hat und denkt, irgendwann muss das ja alles mal zusammenbrechen. Und das wird auch zusammenbrechen. Spätestens an dem Tag, wo du stehst vor Jesus, vor dem Preisrichterstuhl Christi, wo du Rechenschaft geben musst über dein Leben. Wenn wir nur daran denken, eines Tages werden alle unsere Lügen offenbar werden. Eines Tages ist Schluss mit lustig. Eines Tages werden wir nicht weiter uns und anderen etwas vormachen können. Eines Tages kommen die Dinge auf den Tisch. Wenn wir das nur glauben würden, dann kämen wir zu einem grandiosen Gedanken. Wenn sowieso alles auffliegt, wenn der Schwindel sowieso ans Licht kommt, wenn ich diesen Termin nicht verschieben kann, wenn dieser Termin sowieso auf mich wartet, dann wäre es ja viel, viel sinnvoller, ich hätte den heute schon. Und dann kann ich den Rest meines Lebens mit einem guten Gewissen leben und kann für Gott leben und in Freiheit ihm dienen, ohne in diesen Beklemmungen zu sein. Ist das nicht dann der logische nächste Gedanke? Wenn es diesen Termin gibt, wo all dein Schwindel auffliegt, ja, dann soll er jetzt sein. Ja, aber das ist unangenehm. Und nachher wird es noch unangenehmer. So, du musst nicht entscheiden zwischen einer unangenehmen Situation und einer schönen Situation. Du musst zwischen einer kleinen unangenehmen Situation entscheiden und einer großen unangenehmen Situation. Wenn du das bedenkst, weißt du, was du zu entscheiden hast. Wir können nicht unser Leben auf Lügen aufbauen. Am Anfang meines Dienstes, als ich Jugendleiter war, da war grandios. Ich wurde gesetzt von der Leiterschaft. Ich durfte Jugendleiter sein. Und die Jugendgruppe bestand aus zwei Teenies. Ungefähr 13 und 14. Das war die Jugendgruppe. Und ich war Jugendleiter. Wow. Was für eine Position. Aber ich habe geglaubt, Gott kann mich gebrauchen. Ich habe geglaubt, es wird etwas gehen. Ich habe geglaubt, das Evangelium funktioniert und es wird Frucht bringen. Weil ich gelesen habe, es wird gepredigt in der ganzen Welt und bringt Frucht. Das Evangelium bringt Frucht. Und dann haben wir angefangen. Ich habe noch zwei Mitarbeiter gehabt. So wie man drei im Mitarbeiterstab und zwei Geleitete. Ein bisschen überdimensioniert. Aber so haben wir gestartet. Weil ich wollte diesen schweren Job nicht alleine machen. Und wir gingen los und haben evangelisiert und haben Leute angesprochen, haben Menschen eingeladen. Und Menschen haben sich bekehrt von der Straße, Leute in Drogen. Heute Morgen war jemand hier aus meiner damaligen Jugendgruppe, war hier mit seiner Frau von Berlin angereist, nur für heute Morgen, ist schon wieder zurückgefahren. Und hat gesagt, also seine Tochter ist Teenageralter, keine Ahnung, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, sonst könnte sie, wenn sie schon 17 ist und ich sage 16, das könnte problematisch sein. Aber jedenfalls, sie hat den brennenden Wunsch gehabt. Sie wollte einmal hierher kommen und sie wollte meine Verkündigung hören. So irgendwas musste richtig gemacht haben mit der Kindererziehung. Halleluja. Sein Teenagerkind fährt stundenlang durch die Walachei, um hier eine Botschaft zu hören. Und dann wieder zurück bis nach Berlin. Und er ist einer von denen, die damals von der Straße kamen und sich bekehrt haben. Und eine ganze Reihe. Einer kam von einer indischen Sekte und wir hatten ein sehr bunt gemischtes Völkchen. Und einen hatten wir da, das war ein ganz spezieller, das war ein ganz schlauer, ein ganz cleverer. Er war so Ende 20 oder vielleicht 30 oder so um diese Kante herum. Und er war ein Lebenskünstler. Und er hat erzählt, er hat sich richtig bekehrt und richtig umgekehrt und wow, das war so schön zu sehen, wie Gott anfing an ihm zu wirken, ihn zu erneuern. Und eines Tages hat er mir erzählt und hat gesagt, weißt du, mein ganzes Leben ist auf eine Lüge aufgebaut. Ich
habe mir vorgenommen als mein Lebensziel, dass ich mit 30 als Beamter in Frührente gehen möchte. Das ist mein Lebensziel, hat er gesagt. Und du glaubst es nicht, ich habe es geschafft. Er ging in den Polizeidienst, er wurde Polizeibeamter und dann hat er eine Verletzung simuliert am Knie. Und hat standhaft bei jeder ärztlichen Untersuchung von Symptomen geredet, die er sich alle nur ausgedacht hatte. Und die Ärzte sagen, komisch, wir finden nichts. Und sie haben ihn zum Nächsten geschickt und zum Nächsten. Und das ging durch viele Instanzen. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, Sie müssen leider Ihren Dienst beenden. Mit diesem kranken Knie können Sie nicht Polizeidienst machen. Und wir werden Sie jetzt in vorzeitige Pension schicken. Und er war noch nicht 30 und er war pensionierter Beamter. Lebensziel erreicht. Und dann wurde er Christ. Was denkst du, was ich ihm für einen Rat gegeben habe? Mann, sei froh, du hast jetzt Geld ohne Ende, du hast Zeit, du kannst mit mir das Werk tun, du kannst mit mir evangelisieren gehen, wir können das Reich Gottes bauen. So einen Mitarbeiter habe ich schon immer mir gewünscht, der voll zur Verfügung steht, der keine Verpflichtungen hat. Nee, weißt du, was ich ihm gesagt habe? Du musst diese Lüge beenden. Du musst hingehen, bekennen, dass du gelogen hast und du musst herzlich darum bitten, dass deine Frühberentung rückgängig gemacht wird. Und das Wunder ist, der hat mir geglaubt. Was ein Wunder. Ich meine, was hat der für einen Vorteil gehabt? Der musste nichts tun, der konnte schlafen bis morgens um 11 und streicht seine dicke Pension ein. Und er ging zu seinen früheren Vorgesetzten, hat bekannt, dass er gelogen hat und hat bekannt, dass er jetzt Christ ist und dass er in der Wahrheit ist. Und als Christ kann er nicht Lüge decken und kann nicht diese alten Leichen im Keller lassen. Und er bittet um Vergebung und er bittet um Rückgängigmachung seiner Pensionierung. Die haben solche Augen gekriegt. Einer hat gesagt, seien Sie doch froh, halten Sie die Klappe. Und er hat gesagt, nein, ich bin nicht froh und ich halte nicht meinen Mund. Das ist eine Lüge und diese Lüge muss rückgängig gemacht werden. Die Polizeistelle hat gesagt, sorry, wir haben keine Handhabe. So etwas gibt es nicht, das ist nicht vorgesehen. Es gibt keine Verordnung für so etwas. Und er sagt, dann gehe ich zur höheren Instanz. Und er ging von einer Instanz zur anderen. Und zum Schluss war es ein dicker Aktenordner. Und alle Instanzen haben sein Zeugnis gehört. Ich war ein Lügner, aber Jesus ist mir begegnet. Er ist die Wahrheit und ich lebe mit Jesus. Und zum Schluss landete die Akte auf dem Schreibtisch des Innenministers. Das ist der höchste Polizeichef. Im Bundesland. Und der Innenminister hat gesagt, es gibt kein Gesetz für so etwas, aber wir werden sie begnadigen. Und sie haben ihn begnadigt, die Pension gestrichen, er durfte nicht wieder Polizist sein, aber er war frei von dieser Lüge. Und er war froh. Und weißt du, was aus diesem Mann geworden ist? Ein Mann Gottes, ein Pastor. Einer, der vielen anderen zum Segen ist. Was wäre aus dem geworden, wenn er gesagt hätte, du erzähl mir nicht sowas, das gefällt mir nicht, ich habe das Geld und egal wie es mir in die Hände gekommen ist, jetzt habe ich es, jetzt behalte ich es, Gott hat mich gesegnet. Was wäre aus dem geworden? Gar nichts. Aber er ist ein Mann Gottes geworden und Gott hat ihn gesegnet, er ist ein Segen geworden für viele, viele andere. Lügen kommen zu Ende. Lügen müssen auf den Tisch. Und vielleicht der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist nicht nur euch zu erheitern oder um euch zu zeigen, hey, Glaube kostet etwas. Vielleicht sitzen hier Menschen, die ihr Leben auf irgendeine Lüge aufgebaut haben. Und du sagst, ich glaube an Jesus. Glaube an Jesus heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst diese Lüge beenden. Du musst ans Licht kommen. Du sagst, ich habe Angst. Das kann ich gut verstehen. Je länger diese Lüge mit dir geht, umso mehr Angst hast du. Aber Angst ist keine Entschuldigung oder keine Beurlaubung vom Gehorsam. Steh vor dem Richter. Ja? Durch die 30-Zone bist du mit 120 gebrettert.
Du stehst vor dem Verkehrsrichter. Wie können Sie das erklären? Wie können Sie so etwas verantworten? Ja, wissen Sie, Euer Ehren, ich hatte Angst, ich würde meinen Termin verpassen. Ach so, wenn die Übertretung nur aus Angst geschehen ist, ja dann Gnade. Gibt es so etwas? Dem ist egal, aus welchem Grund du das gemacht hast. Du bist mit 120 durch die 30er-Zone gefahren und jetzt bist du dran. Und wir sagen, ja, ich hatte aber Angst, weißt du? Oder der Herr gibt dir einen Auftrag, du sollst dir jemand geben, ihm ein Wort geben. Vielleicht ist das Wort nicht so angenehm, vielleicht ist das Wort herausfordernd, vielleicht ist das Wort sehr, sehr klar und deutlich. Und du sagst, wer bin ich und ich kann das nicht tun? Nee, ich habe Angst. Herr, hier bin ich, schick meinen Bruder. Angst ist keine Entschuldigung. Wenn du Angst hast, dann bring es zu Gott und sag, Herr, rette mich von dieser elenden Menschenfurcht. Mach mich frei, dass ich frei bin, dir zu gehorchen, dass ich frei bin, dein Bote zu sagen. Oh, wenn ich das sage, dann tun sie mit mir das und das. Der Herr wird dich durchtragen und du wirst gesegnet sein. Wir brauchen eine andere Gesinnung. Wir dürfen nicht immer uns so verhätscheln. Ja, wenn ich tue, was das Wort sagt, dann hat das Probleme. Dann hat das zur Folge, guck mal, ich habe eine Witwenrente und jetzt habe ich den Mann meines Lebens gefunden. Wenn ich den heirate, futsch ist die Witwenrente. Das versteht doch der Herr. Ich meine, der ist doch ein Erbarmer. Ja, red dir das nur weiter ein. Gott ist die Wahrheit. Und er versteht überhaupt nichts, außer dass du in Rebellion gegen ihn bist und denkst, der Segen kommt noch von ihm. Hallo? So, wenn hier Menschen sind, die Leichen im Keller haben, die Dinge verdecken und verbergen und versuchen irgendwie darüber irgendwie ein brüchiges Leben aufzubauen, ein bisschen zusammengeschustert, aber irgendwie spüren, der Morast ist unter mir und das Ding wird nicht halten. Dieses Gefühl ist wahr, es wird nicht halten. Es wird nicht halten. Komm ans Licht, beende die Lüge. Hör auf, etwas vorzuschieben und dir was vorzumachen. Nein, das kann ich nicht tun. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, egal was es ist, tu es und du wirst gesegnet sein. Sagst, wenn ich das tue, dann sterbe ich. Ja, und hinterher lebst du viel freier. Weil durch Gehorsam stirbt etwas in dir. Durch Gehorsam stirbt die Rebellion und der Eigenwille. Und du wirst viel, viel, viel freier leben. Bis zum nächsten Himmelfahrtskommando. Und wieder hast du das Gefühl, oh weia, Herr, das ist eine Nummer zu groß, das überlebe ich nicht. Sag, du schon, aber nicht dein Stolz. So möge der Geist der Wahrheit Herzen erforschen. Was wird verdrängt? Was wird unter den Teppich gekehrt? Was wird zugedeckt? Was versucht man krampfhaft zu vergessen? Vielleicht ist es 30 Jahre her. Vielleicht ist es ein krimineller Akt. Gott ist Gott. Und Gott kann man nicht um Finger wickeln. Und wenn du Frieden haben willst mit ihm und wenn du von ihm gebraucht werden willst, wenn du haben willst dieses wunderbare Gefühl, er schaut auf mich, das Antlitz Gottes leuchtet über mir, das Wohlgefallen Gottes habe ich als eine Gewissheit in meinem Herzen. Wenn du das haben willst, du musst mit diesen Dingen brechen. Du musst klar werden und tun, was der Herr dir sagt. So an Jesus zu glauben, heißt, ihm zu gehorchen. Vielleicht aus Zeitgründen erwähne ich nur den dritten Punkt. Ein wichtiger dritter Punkt von Glauben an Jesus. Weil irgendwie spüre ich vom Heiligen Geist, das war jetzt der Schwerpunkt dieser Botschaft. Habt ihr auch gemerkt? Das war der Schwerpunkt. Und es betrifft Menschen hier. Und wenn es dich nicht betrifft, dann bete für die, die es betrifft. Dass sie den Mut haben, heute hier nach vorne zu kommen. Sagen, heute ist mein Tag. Heute sterbe ich, damit ich lebe. Heute lege ich mich fest, mit diesem Zeug aufzuhören, mit der Lüge zu brechen. Der dritte Punkt, Glauben an Jesus, ist, ich entscheide mich zu glauben, dass er alles das für mich ist, was die Schrift sagt, was er ist. Das ist etwas anderes als Wahrheiten über Jesus zu glauben. Jetzt glaube ich, er ist meine Quelle.
Und wenn ich glaube, er ist meine Quelle, aus der dieses wunderbare Wasser des Lebens quillt, das mich zufriedenstellt, das mich absättigt, das mir tiefe, tiefe Geborgenheit und Sicherheit und Identität gibt. Wenn ich das glaube, dass er die Quelle ist, dann gehe ich zu dieser Quelle und dann trinke ich von dieser Quelle. Das zeigt sich dann in meinem Lebensstil. Dann werde ich Raum machen für ihn. Dann werde ich ihn suchen. Und dann werde ich sagen, Herr, du sagst, wer an dich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er wird trinken. Und von diesem, was er trinkt, wird er gesättigt und sein Durst gestillt werden. Ich komme zu dir. Lehre mich zu trinken. Lehre mich, Wasser des Lebens zu empfangen. Hilf mir, dass meine Seele benetzt wird von diesem kostbaren Wasser. So viele Gläubige kennen nicht die Berührung Gottes. Und Jesus sagt, das ist Glauben an ihn, dass man zu ihm kommt und trinkt. Man kommt und man trinkt. Und wenn man durstig ist und hat getrunken, dann weiß man, dass man jetzt getrunken hat. Und das fühlt sich so gut an. Und das ist so entspannend und so einfach erfüllend. Und Gott möchte, dass wir ihn als unsere Quelle kennenlernen, dass wir zu ihm kommen, dass wir auftanken bei ihm, dass wir das wirklich erleben. Wie viele Gläubige kommen zu mir und sagen, Paulus sagt, wer in Zungen betet, der erbaut sich selbst. Aber weißt du, ich rede in Zungen und Auferbauung, habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist nicht normal. Das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du etwas erlebst, dass du gestärkt wirst, aufgebaut wirst, inspiriert wirst, aufgeladen wirst, dass in deiner Seele etwas passiert, statt Unfrieden Frieden kommt, statt Hoffnungslosigkeit eine neue Perspektive und dass du Geborgenheit erlebst und du weißt, wer du bist und du weißt, er ist zufrieden mit dir. Ja, du weißt, du musst noch lernen und da sind noch Charakterdinge, wo noch dran gefeilt und geschliffen werden muss. Aber jetzt im Moment, es ist gut. Jesus ist da und du hast Zugang und du hast Frieden mit Gott. Halleluja. Man kann Frieden haben mit Gott, auch im unvollkommenen Zustand. Halleluja. Wenn das Herz da ist, Herr, ich bin willig, ich will lernen, gib mir ein williges Herz, ich will mit dir Schritt halten, ich will erzogen werden, ich will von dir überführt werden, ich sehne mich nach deiner Überführung. Wie viele Christen kennst du in deinem Umkreis, die flehentlich und regelmäßig beten, Herr, ich sehne mich nach deiner Überführung? Kennst du viele? Ich glaube, dass das nicht ein Gebet ist, was sehr populär ist. Aber das ist die Liebe Gottes. Alle, die ich liebe, überführe ich. So wenn du sagst, Herr, liebe mich, dann sagst du, Herr, überführe mich. Das ist ein Teil der Liebe Gottes. Es gibt noch andere Aspekte, aber das ist ein wesentlicher Teil. Weil Überführung entlastet dich. Überführung von Schuld setzt dich frei. Das ist ja nicht zur Beschämung, das ist ja nicht, dass du dich schlecht fühlst, sondern du spürst, da sind Dinge, die will er in Ordnung bringen. Und er lädt dich ein, er zieht dich an sein Herz. So, Jesus ist deine Quelle. Man kann zu dieser Quelle kommen und man kann trinken und man sollte das tun jeden Morgen. Jeden Morgen. Kaste Utra. Jeden Morgen. Und der Heilige Geist dient uns und er lässt das Wasser des Lebens sprudeln und fließen. Und wiewohl unsere Umstände sich nicht geändert haben, da drinnen hat sich etwas geändert. Wir haben Frieden mit Gott und wir sind ermutigt. Und wir gehen in den Alltag mit dem Wissen, er ist mit mir, er ist an meiner Seite. Er hilft mir, er gibt mir Gelingen, er gibt mir Ideen, er gibt mir Pläne. Er hilft mir, er gibt mir Weisheit in deinen täglichen Aufgaben. Halleluja. So glauben an Jesus ist zu glauben all das, was die Schrift über ihn sagt. Glauben an Jesus ist seine Willigkeit. Ich will lernen, ihm zu gehorchen. Und in Gottes Gnade, es reicht völlig aus, diese Formulierung, ich will lernen, dir zu gehorchen. Fühl dich nicht unter Stress, wenn du sagst, Jesus, ich gehorche dir ab jetzt. Du musst lernen zu gehorchen. Und du wirst manche Male fallen und ich falle manche Male, aber ich bin willig und ich lerne und der Geist erzieht mich und trainiert mich und das ist wunderbar. Halleluja, weil da Gnade ist. Sobald Willigkeit da ist, ist Gnade da, weil Willigkeit ist ein Ausdruck von Demut und Gott gibt Gnade dem Demütigen, aber dem Stolzen widersteht er.
Und ich will ihn haben als meinen Freund, als der, der mit mir geht und der mich segnet und der mich gebraucht. Und du willst ihn auch haben. Das ist dein Verlangen. Das ist, was dein Herz sagt. Ich will mehr von Jesus. Ich will näher an ihm dran sein. Und deswegen diese drei Aspekte von Glauben an Jesus. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, näher zu kommen, uns dir anzuvertrauen, wirklich zu glauben, dass du gut bist, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir zu dir kommen können, in diesem schrecklichen Zustand, in dem wir waren. Und jetzt ist die Tür immer noch offen und wir dürfen immer noch kommen und dürfen immer noch näher kommen und dich kennenlernen. So, Vater, ich bete um ein tiefes Wirken deines Heiligen Geistes, dass Wahrheit kommt. Der Geist der Wahrheit soll uns in alle Wahrheit führen. Und rede du zu uns und zeige du und leg du den Finger auf konkrete Dinge. Und tu das auf die Art und Weise, wie das einfach typisch für dich ist, mit Ermutigung. Lass dich zurechtbringen. Komm zu mir, ich bin deine Hilfe. Ich verurteile dich nicht, ich will dir helfen. Komm, lass dir ein williges Herz schenken. Gottes Arme sind ausgestreckt zu dir. Und er sagt, durch meinen Sohn, durch das Wort, eine neue Dimension der Nähe, eine neue Dimension des Genusses der Gegenwart Gottes, eine neue Dimension der Reinheit, eine neue Dimension von Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Halleluja. So segne uns, segne jeden Einzelnen und zieh du jetzt Herzen näher zu dir und näher an dein Licht und tiefer in die Wahrheit. Tu du ein tiefes Werk. Und ich danke dir dafür, dass du das tust und dass du dieses Wort dafür gebrauchen wirst. Halleluja. Ich gebe dir alle Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.